Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Fachtag Prävention im Strafvollzug, empirische Forschung und pädagogische Praxis. Wir haben uns riesig über das große Interesse an unserem heutigen Fachtag gefreut. Über 80 Teilnehmende begleiten uns heute den Tag über. Und wir waren auch sehr positiv überrascht oder haben uns auch darüber gefreut, wie vielfältig das Publikum ist, das uns am heutigen Tag zuschauen wird. Es sind Mitarbeiter aus verschiedenen Justizministerien auf Bundes- und auf Landesebene, aus der Justizverwaltung, aus den Justizvollzugsanstalten selbst. Es sind aber auch Menschen aus der Wissenschaft, die heute mit dabei sind, aus der Bildungspraxis, NGOs, Lehrkräfte, also es ist eine große Expertise, hoffentlich eben nicht nur hier vor der Kamera, sondern eben auch hinter der Kamera, wo immer Sie uns jetzt auch am heutigen Tag verfolgen werden. Besonders begrüßen möchte ich den parlamentarischen Staatssekretär Christian Lange, Frau Wurzel von der Bundeszentrale für politische Bildung, Herr Steinke, der auch tatsächlich den Weg zu uns ins Studio gefunden hat, und natürlich alle Referentinnen und Referenten, Kolleginnen und Kollegen, ja, und natürlich alle Teilnehmer, die heute zum Fachtag gekommen sind bzw. sich zugeschaltet haben. Wir senden heute aus der Rosenthaler Straße 39, aus unserer Berliner ständigen Ausstellung Alles über Anne. Einen kleinen visuellen kommen Sie hier auch über die Kamera. Und natürlich hätten auch wir Sie direkt und live getroffen. Die Idee war ja, dass die heutige Tagung im Bundesjustizministerium stattfindet, aber ist der gesamte Tag online und die meisten Referentinnen und Referenten werden auch aus ihren Wohn- und Arbeitszimmern heute zugeschaltet. Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus scheint aktuell und leider besonders dringlich. Antisemitische Einstellungen kommen in allen gesellschaftlichen Schichten vor. Das wissen wir einerseits schon seit vielen Jahren aus den empirischen Studien. Wir können aber auch feststellen, dass die antisemitische Bedrohung in den letzten Jahren zugenommen hat. Der rechtsextremistisch motivierte Anschlag auf die Synagoge in Halle vor etwas mehr als einem Jahr, nur ein Beispiel von vielen, wie aus diesen Einstellungen immer öfter auch antisemitische, terroristische Gewalt wird. Das Attentat von Wien am vergangenen Dienstag reiht sich auch in der europäischen Perspektive in diese Anschläge und in diese zunehmende Bedrohung ein. Im Moment müssen wir in diesem Fall ausgehen, dass es sich um ein islamistisches Motiv handelte. Und ob wirklich von einem sogenannten Einzeltäter die Rede sein kann, ist aus meiner Sicht auch immer ein wenig fraglich, denn wir wissen, dass diese Tat auch immer vor einem Publikum stattfindet. In Halle war das ja ganz offensichtlich eine unterstützende und eine zustimmende Öffentlichkeit, die sich vor allem online, aber eben nicht nur online, Taten dieser Art begleitet und ja, unterstützt. Antisemitische Tatmotive werden von den Strafbehörden nicht immer als solche erkannt. Darauf weist Ronen Steinke, den wir später heute noch hören werden, in seinem Buch Terror gegen Juden auf sehr anschauliche und auch bedrückende Weise hin. Aber selbst wenn es zu einer Verurteilung von Tätern kommt, dann sind ja natürlich diese politischen Einstellungen nicht vorbei. Sie verschwinden nicht in den Gefängnissen. Und dasselbe gilt auch für Rassismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Deswegen ist es so wichtig, dass auch Gefängnisse Orte politischer Bildung und der Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen ist. Genau hier setzt die Arbeit des Anne-Frank-Zentrums an. In diesem Jahr haben wir trotz der Pandemie immerhin insgesamt 3 Ausstellungen in Justizvollzugsanstalten umgesetzt. In den letzten Jahren waren wir insgesamt fast 30 Gefängnissen.
Uns war schon immer wichtig, dass wir diese Erfahrungen, die wir in den Gefängnissen sammeln, auch mit Ihnen, mit der Fachöffentlichkeit teilen. Seit Jahren setzt das Anne-Frank-Zentrum Fachtage um, die sich der Bildungsarbeit in JVAs widmet und die die Besonderheiten und die Herausforderungen in diesem Kontext beleuchten. 2018 diskutierten wir zum Beispiel das Thema politische Bildung im Strafvollzug, Konzepte und Zugänge in der Bearbeitung islamistischer und rechtsextremer Ideologien. Ein Thema, das mit Blick auf die jüngsten Ereignisse weiterhin von großer Aktualität ist. Und gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung, dazu wird Frau Wurzelt bestimmt noch etwas sagen, und der Hochschule Merseburg haben wir überhaupt die erste Studie zu politischen Bildungsangeboten in Gefängnissen herausgegeben. Schwerpunkt des diesjährigen Fachtags liegt auf dem Thema Antisemitismus im Strafvollzug. Es werden die Ergebnisse der Forschung aus dem Projekt Prävention und Antisemitismus im Strafvollzug, Qualifizierung, Vernetzung und Praxisforschung vorgestellt. Auch dieses Projekt haben wir erfreulicherweise wieder gemeinsam mit der Hochschule Merseburg umgesetzt und es wurde vom Bundesjustizministerium gefördert. Dafür an dieser Stelle einerseits für die Kooperation und andererseits eben auch für die Förderung schon einen großen Dank. Mit unserem Fachtag geht es uns aber auch darum, eine Öffentlichkeit für den Strafvollzug zu schaffen. Ein Bereich, der im politischen, im gesellschaftlichen Diskurs so gut wie nie vorkommt und nur sehr wenig Aufmerksamkeit erfährt. Oder eben immer nur dann, wenn es, wie jüngst im Fall des terroristischen Anschlags von Dresden, um rückfällige Täter geht und dann leider oft die Präventionsarbeit insgesamt und grundsätzlich in Frage gestellt werden. Auch das wird sicherlich heute eine Frage und ein Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen werden. Der Dank an das Bundesjustizministerium, den habe ich schon auch ausgesprochen, den Förderern dieses Projekts. Ein großer Dank aber eben auch nochmal namentlich an Jens Beuchert und Jerome Seeburger von der Hochschule Merseburg, die uns auch hier wieder begleitet und eng mit uns zusammengearbeitet haben. Dann ein Dank an Benjamin Jennack, der die heutige Fachtagung fotografisch dokumentieren wird, an Johannes Spohr, der die Dokumentation erstellen wird und dann natürlich an meine Kolleginnen und Kollegen im Anne-Frank-Zentrum, den Projektteam rund um Franziska Göppner, nämlich Katinka Meyer, Roman Guski, Markus Berg und Franziska Kramp, die die letzten Wochen und Monate sehr intensiv, sehr feinfühlig und sehr kompetent diesen heutigen Fachtag vorbereitet haben. Bevor wir nun mit der eigentlichen Fachtagung beginnen, freue ich mich jetzt auf das Grußwort des parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Christian Lange, der uns eine Videobotschaft geschickt hat.